Herzlich willkommen Nordrhein-Westfalen zur heutigen NRW Light Late Night Ausgabe am Freitag. Jawohl, den Sport haben wir nach Hause geschickt, Clickbait haben wir nach Hause geschickt. Heute gibt es nur Lifestyle und vor allem gibt es heute jede Menge richtig gute Musik, die gesamte Late Night lang. Ich freue mich sehr über meine Gäste heute Abend. Heute Abend ist nämlich die Band Finna bei uns zu Gast. Zum einen haben wir natürlich Thorsten Finna an meiner Seite und Jochen Kaiser. Schönen guten Abend, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Vielleicht einige Zuschauer werden dich wahrscheinlich noch kennen. Du hast nämlich früher in einer wirklich sehr, sehr bekannten Band mitgespielt, in Norddeutschland, vor allem Indie-Rock-Band, die hieß Avalanche. Und das war über einige Jahre, habt ihr wirklich bei richtig großen Festivals mitgespielt, habt ganz große Konzerte auch gemacht. Du hattest nur irgendwann, glaube ich, den Drang bekommen, ich muss jetzt tatsächlich mal solo auf die Bühnen gehen und wirklich meine eigenen Projekte auch durchdrücken. Genau, das ist korrekt. Irgendwann, wenn du älter wirst und gewisse andere Dinge in den Vordergrund rücken, wie Familie, Beruf, Hausbau und solche Geschichten, dann kannst du eine Band, die demokratisch funktioniert hat, einfach nicht mehr auf dem Level halten, so wie wir es selber wollten. Und ich habe für mich gesagt, ich möchte weiter Songs schreiben, möchte Platten veröffentlichen. Deshalb habe ich gesagt, Jungs, ich reiße mal kurz aus und ergreife nicht die Flucht, aber schreibe eine Platte für mich. Und das habe ich getan. Die Jungs haben mir völlig Rückendeckung gegeben und haben gesagt, cool, dass du weitermachst. Und wir kommen in ein paar Jahren wieder zusammen, machen dann irgendwann die nächste Avalanche-Platte. Aber so lange liegt der Fokus wirklich auf Finna. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ein Teil von Avalanche dabei ist und eben auch Leute wie der Jochen. Der ganz frisch auch quasi mit dabei, wenn wir gleich natürlich auch noch was drüber erfahren. Ich meine, ihr habt ja damals mit Avalanche bei wirklich großen Geschichten mitgespielt, unter anderem Hurricane, Southside, Area 4, Highfield und ich glaube, ihr hattet damals sogar auch zusammen mit Oasis hier bei uns in Düsseldorf gespielt. Damals hieß es noch Philips Halle, mittlerweile ist ja die Mitsubishi Electric Halle, genau. Und jetzt ist das Album, ist glaube ich auf den Markt gekommen, das war im März in diesem Jahr. Hier vorne steht es auch bei mir auf dem Tisch. 12 Songs sind drauf. The Seaside Stories, ausschließlich wirklich auch aus deiner Feder. Also wirklich absolut gutes Solowerk. Auch Songs ohne Kompromisse erzählen alle eine Geschichte, so ein bisschen auch als Inspiration. Das finde ich ganz interessant bei dem Album. Ziehst du dir vor allen Dingen aus einem ganz bestimmten Bereich, nämlich du bist öfters auf einer dänischen Nordseeinsel unterwegs, nämlich auf Fanö. Ist das so für dich so, das ist der Platz, da kann ich abschalten, da kann ich Kraft tanken, da kann ich vor allem auch diese ganzen Ideen auch wirklich finden auch für mich. Ich war 2009 das erste Mal mit meiner jetzigen Frau dort Urlaub machen und habe gemerkt, dass mich die Insel relativ schnell runterbringt. Innerhalb von zwei, drei Stunden bist du wirklich komplett aus diesem sehr sozialen, mobilen Leben draußen, kein Internet und so weiter. Und ich habe dann für mich 2011 den Entschluss gefasst, ich möchte versuchen, ob ich auf dieser Insel meine Platte schreiben kann. Und es hat funktioniert, grundsätzlich Songs zu schreiben und dass es dann thematisch sich auch viel um die Insel oder das Drumherum bewegt, sage ich mal. Das ist ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt und mittlerweile komme ich dort auch auf die Insel zurück und es gibt Leute, die sprechen mich dann an und sagen, ey, die Platte und ich verstehe, was du sagen wolltest oder was du gesagt hast. Hast du auch das Video auch dort aufgenommen auf der Insel, wo wir gleich mal reinschauen werden? Das haben wir dort aufgenommen. Ja. Wir waren letztes Jahr im November für 4 Tage da mit einem Team von 10, 12 Leuten und wir hatten glücklicherweise ziemlich gutes Wetter, wie man gleich in dem Video auch schon sehen wird. Definitiv. Und eine Woche danach hatten wir ein ziemlich heftiges Unwetter und wenn man die Bilder vom Hafen in dem Video sieht, das war eine Woche später alles komplett unter Wasser und die Karten haben uns in die Hand gespielt. Wie gesagt. Definitiv Glück gehabt. Wir gucken mal ganz kurz rein ins Video. Hier ist nämlich jetzt Finna Lost in the Sea und danach quatschen wir definitiv noch ein bisschen weiter und werden vor allem auch ganz tolle Performances von euch hören vom neuen Album. Finna bei uns zu Gast, einmal kurz ins Video reingeguckt, Lost in the Sea. Set off. Stormy weather and banks of fog. I am out of sight and out of touch. I am out of reach. Am I out of luck? What if I get lost in the sea? What if I get lost in the sea? Would you keep quiet or go and get help instead?
someone should call my friends. What if I get lost in the sea? What if I get lost in the sea? Would you keep quiet or go and get help instead? What if I get lost? Wunderschöner Song. Lost in the Sea war das, hervorragend von Finna. Vom aktuellen Album im März ist es in den Handel gekommen. Und ihr habt ja auch, und da kann vielleicht auch Jochen dann mal ganz kurz was zu sagen, ihr habt ja Anfang Februar, habt ihr das mal so ein bisschen, das war so eine Pre-Listening-Session eigentlich oben, ich glaube in der Nähe von Bremen, da war ein Musikstudio, ich glaube es waren nur so 50 Plätze waren möglich. Und da habt ihr das so zum allerersten Mal auch wirklich gespielt vor so einer ganz, ganz kleinen Truppe. Wie war das für dich damals, wirklich diese Songs dann zum allerersten Mal vor diesen Leuten auch zu spielen? Das war für mich eine ziemlich aufregende Sache, weil ich war auf der Platte, habe ich quasi 3 Songs eingespielt mit. Ja. So hatten wir uns auch kennengelernt letztes Jahr. Und dann hatte Totte mich eben gefragt, die 3 Songs kannst du eigentlich auch live spielen. Ja. Ne? Und ich so, klar, bin ich dabei. Natürlich alle Songs auch sehr gut gefallen haben. Und aus den 3, ne, wenn du schon mal da bist, wurden dann 5. Und letztendlich wurde dann das ganze Konzert. Und das war für mich natürlich grandios. Ne? Also ja, dann in diesem Studio mitzuspielen und diese Atmosphäre überhaupt dann aufzugreifen, auch die ganz spezielle. Ja, das war, glaube ich, im Farida-Studio, von einem deiner langen musikalischen Wegbegleiter, Weggefährten vom Uli Wortmann. Den kennt man noch damals Drummer bei den Kleinstadthelden. Wir werden auf jeden Fall gleich noch jede Menge andere Geschichten auch noch erfahren über die Band, über Finna. Vor allem werden wir auch gleich einen ganz tollen Song hören. Jetzt gibt es aber erstmal bei uns noch ein kleines bisschen Musik, bevor dann der erste Showact hier bei uns kommt in der Late Night. Hier ist erstmal ein ganz toller Song, auch von Säbel. Musik ab.